Spielt zum ersten Mal vielleicht Brain Out und wisst nicht, wie die Level ablaufen, wie die richtige Lösung ist. Und in diesem Video werde ich dir die perfekte Lösung geben für die einzelnen Level von Brain Out. Viel Spaß mit dem Video. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Jamies Videowelt. Hier gibt es täglich Gaming-Videos und Zaubertrick-Videos und auch sonstiges oder Neuheiten. Und in diesem Video werde ich euch alle Lösungen von Brain Out, den Leveln, geben. Lasst euch nicht abschrecken von der Länge des Videos. Ja, ich werde jede einzelne Level machen. Okay? Also, nochmal viel Spaß. So Leute, jetzt geht's erstmal los. Ich mache erstmal den Ton ganz kurz. Ganz leise. Und jetzt geht's los. Wir müssen als erstes hier bei Level 1 die Größe finden. Wie machen wir das Ganze? Und zwar, wir werden jetzt die Größe finden. Vielleicht denken die jetzt, die andere, es wäre der Apfel. Nope. Ist aber leider falsch. Warum? Weil der Apfel nicht größer ist als eine Melone. Und das ist dann auch der Trick. Wie viele Enten sind 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich 10, aber es ist falsch. Warum? Weil dieser Kollege hier, der hier ist keine Ente, das ist nämlich ein Küken. Darum ist das Level 9. So, wer ist der größte von den ganzen? Klar, es ist nicht die Giraffe, es ist nicht der Elefant, es ist die Sonne. Das ist ganz klar, oder Leute? So. Kannst du den Unterschied herausfinden? Und zwar, hier ist nämlich eine Melone mit einem Bissen abgebissen und die drücken wir an und dann ist es auch der Pfeil. So, erstelle ein Recht. Wir sollen mal ein Rechteck stellen. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, hier muss man irgendwas zusammensetzen wegen den ganzen anderen Zeichen. Ist falsch. Ein Rechteck erstellen wir so, dass wir das Viereck quasi an die Seite nehmen und dann ist es ein Rechteck gewesen. Wie viele Dreiecke gibt es in dem Pentagramm? Das ist eine sehr gute Frage und jetzt werden wir uns auch direkt die Lösung anschauen. Manche denken jetzt ja 1, dann 2, 3, 4, 5 und dann 5. Diese Leute haben leider Unrecht, denn die richtige Antwort ist tatsächlich 11. Und das ist dann auch die richtige Antwort. Finde das größte Feuer. Jetzt meinen, ja, das ist das hier, das größte Feuer, denken die jetzt. Aber ist es nicht, denn wir können ganz einfach 1 zusammensetzen. Von allen und dann das abtippen und dann wird es größer. Wie lautet die Nummer unter dem gepackten Auto? Ja, ihr müsst jetzt vielleicht ein bisschen Mathe rechnen. Denkt ihr, ja, hier 7 und dann da 8 und dann müsste da plus 9 sein. Aber dann ergibt das keinen Sinn. Darum machen wir das wie folgt, dass wir einfach das Auto wegnehmen und dann wissen wir ganz genau, da steht die Nummer, und zwar 9. Das heißt, wir gehen hier auf 9. Und das ist auch richtig. Welche Bewertung würdest du diesem Spiel geben? 10 Punkte ist falsch, 20 Punkte ist falsch, also hier 10 Punkte ist falsch, 20 Punkte ist falsch, 50 Punkte ist falsch, 80 Punkte ist falsch, das heißt volle Punktzahl. Und dann kommen wir auf sowas hier und da drücken wir erstmal auf. Wecke die Eule auf. Das ist ganz leicht. Wir müssen einfach nur die Sonne aus dem Bild schieben. Dann ist nämlich dunkel und dann ist sie wach, weil Eulen ja nachtaktiv sind. Bitte schreibe die richtige Antwort auf. 1 plus 1 gleich 21, 2 plus 3 gleich 36, 3 plus 4 gleich 43. Da denkt ihr jetzt, keine Ahnung, was ihr denkt. Auf jeden Fall müsst ihr hier einfach nur die richtige Antwort aufschreiben. Und zwar, das ist ja 9. 4 plus 5 ist ja 9. Das heißt, 9 ist dann auch richtig in dem Fall. Jetzt sind wir schon bei Level Nummer 12 und da müssen wir ein Puppe von links nach rechts auf die Früchte und dann auf das Sechseck, den Kreis und das Rechteck. Dann denken wir, okay, das und dann auf das Sechseck und dann auf den Kreis und das Rechteck. Das ist falsch, denn dieser Kollege hier, den werde ich umkreisen, der ist leider keine Frucht. Und zwar zack, zack, dann auf das Sechseck, dann auf den Kreis und dann auf das. So, jetzt sind wir bei Level Nummer 13 und ich muss das Spiel gewinnen. Wie mache ich das Ganze? Ich habe eigentlich keine Chance, weil es eine Zwickmühle ist. Hier hätte er hinsetzen können oder auch hier hätte er hinsetzen können. Das heißt, ging nicht. Wie können wir das Ganze machen? Wir nehmen zwei Finger und tippen die auf beide gleichzeitig und dann haben wir das Ganze auch schon herausgefunden. So, finde die Küken. Wir müssen die Küken finden und dafür
Denkt ihr jetzt herauszoomen, hier irgendwie diesen Bildschirm bewegen, vielleicht ein bisschen wackeln, ein bisschen umdrehen? Nee, das geht alles nicht. Wir schütteln eine dieser Henne, oder keine Ahnung, was es ist, einer von denen. Und da kommen wir in das Küken raus. So, jetzt müssen wir die dunkelste Farbe finden. Jetzt, manche denken jetzt die hier. Die ist aber leider falsch, denn die dunkelste Farbe ist die Schrift bei Finde die dunkelste Farbe auf dem Bildschirm. Das ist dann richtig und das ist cool. Jetzt denken die ja so, wir müssen alle Haare ziehen, das ist falsch. Bevor ihr euch den Aufwand macht, um die ganzen Haare zu ziehen, nein, lasst es sein, macht es nicht. Es ist einfach nur eine Perücke und es kommt raus, dass es drei Haare sind. Und dann haben wir das Aufwand. So, hilft dem Entlein, Wasser zu trinken. Das ist etwas schwieriger. Man nimmt jetzt entweder genau das. Kannst du dieses Problem lösen? Das ist zu lösen sehr leicht. Und zwar, keine Ahnung, was man jetzt denken würde. Und zwar, wir nehmen den Unterstrichen von der 1 und packen ihn in die 2. Das ist dann richtig und dann kommt dieses auch raus. So, jetzt geht's weiter und zwar bei Level 19 kannst du etwas Essbares finden. Dafür müssen wir einfach nur diese roten Tatze auf dieses Ding hier nehmen und dann haben wir schon was Essbares gefunden. Jetzt musste das Kaninchen das machen und zwar, er muss das Rennen gewinnen. Machen wir das Ganze, wir halten einfach die anderen beiden Personen fest und wir tippen einfach und gehen dann so. Level 21, Hilfe, wo ist mein Ring? Wir machen die Tupperbox hier von dem Hund auf. Ist auch richtig. Ich sagte, machen wir die auf und geben ihm das. Oder? War das nicht so? Geben ihm das und schon hat er den Ring ausgekackt. Und alles ist gut. Hilft dir hier auch, den Apfel zu essen? Denkt ihr, ja, wir können den Apfel groß machen. Wir können das hier irgendwie schütteln, wie wir gerade schon hatten. Nein, es passiert nichts. Wir müssen die Giraffe hochschieben. Und so, Rauchverbot, Level 23 sind wir und wir tippen einfach nur darauf und dann ist das alles schon weg. Wenn du 3 Münzen in die Sparbüchse steckst, wie viele Münzen hat es jetzt? Wir müssen die 3 jetzt reinpacken und jetzt denkt ihr, ja, okay, 3? Nope. Falsch. Wir müssen hier das kaputt machen und dann zählen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, nope. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Um einen verzählt. So, und zack, das ist richtig. So, Level 25, so hungrig, mach etwas zu essen. Wir können den Smiley hier rausnehmen und die ganzen hier auch. Und was bringt euch das Ganze jetzt? Ja, es bringt euch Folgendes, dass wir den Kreis hier nehmen und da reinpacken und dann haben wir ein Rührei. Cool. Wie viele Schnitte brauchst du, um mindestens einen Kreis in 8 Teile zu schneiden? Wir einen, warum? Werdet ihr jetzt hier sehen, und zwar, ja, einmal so. So, jetzt geht's weiter. Wie viele Ameisen jetzt denkt ihr? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ihr könnt gerne ausprobieren, es ist leider falsch. Warum? Weil Ameisen sind ganz klein, die kann man nicht sehen. Das heißt, wir müssen einfach hier in den Hügel rein tun. Dann sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 17 müssen das jetzt sein. Genau, und das ist richtig. So, finde die Regel heraus und schreibe die Antwort auf. Ja, es ist 9. Warum? Kann ich euch nicht sagen. 9 ist es und das ist dann richtig. So, Level 29, tippe auf einen Schmetterling über den Texten. Ja, jetzt könnt ihr den Schmetterling könnt ihr nehmen irgendwie, aber das geht nicht. Merkt ihr? Macht ihr es genau anders. Man nimmt den Text und packt ihn unter dem und dann drückt ihr einfach auf den Schmetterling drauf. So. Bitte schalte den Ventilator ein, da musst du einfach nur mit dem Zeigefinger hier drauf tippen und mit dem Daumen hier drauf tippen. Dann geht das Ganze. Finde 8 Tiere. Zack, 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 zack und 1, 2, 3. Machen das mal so. Ringo. So. Und jetzt direkt weiter. Hilft dem Baby einzuschlafen. Dafür nicht den Schnuller geben oder sowas. Nein, man muss das hier so wippen. Und dann hat das Ganze sich auch schon erledigt. Klischeehafte Frage. Wen würdest du retten? Meine Mutter oder deine Freundin? Du packst einfach beide gleichzeitig und dann hast du beide gleichzeitig gerettet. Wie cool ist das denn? So, also fahren mit dem Auto bis zum Straßenschild. Das geht jetzt hier nicht einfach antippen oder so. Dann fährt's los gegen das Eis. Boom.
Das ist nicht gut. Wie kriegen wir das Eis weg? Wir können das nicht wegnehmen, sondern wir brauchen die Sonne, um das zu erhitzen, damit es trocknet. Die Sonne finden wir ganz einfach hinter den Wolken. Dann schmilzt das Eis und das Auto kann bis zum Straßenschild hinfahren. Wie isst man Karotten? Das ist eine gute Frage, und zwar nehmt dieses Ding hier, die Karotte, und geben ihm den Hasen. Hilf ihnen, den Fluss zu überqueren. Man muss das Boot einfach größer machen. Ja, na klar. Welche drei Nummern addieren sich zu 12? Die Antwort ist 3, 3, 6. Nope. Warte. 3, 3, Nummer 3, 6. Das ist richtig. Level 38, lege alles in die Schachtel. Okay, wir legen alles in die Schachtel, wir packen alles in die Schachtel, warte, zack, 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 alles müssen wir in die Schachtel packen. Was fehlt jetzt noch? Natürlich die Schrift. Aber dann sind wir auch fertig. Natürlich müsste eigentlich noch Level 38 dazu kommen, aber okay. Hier müssen wir, denkt ihr, jetzt müssen wir das tun. Was wir stattdessen tun müssen ist, man kann ihn rausschieben. Okay, so. Genau so, Rettungsgiraffe. Da müssen wir die Giraffe einfach nur retten. Jetzt denkt ihr, da ist so ein Schlitz, da kann die durch. Nein, wir müssen das iPad oder das Handy oder PC, ja okay, PC ist jetzt nicht so gut, dann umdrehen und dann den Schlüssel rausholen und dann müssen wir das einfach an Schloss halten und dann perfekt passt das. Kannst du diese Frage lösen? Ja, können wir. Und zwar, ich werde euch jetzt die Lösung sagen. Die Antwort ist 39. Okay, das ist super. Finde das Objekt heraus. Das heißt, wir müssen alle diese Objekte finden. Hier haben wir schon mal eins. Wir haben hier eins. Wir haben hier unten eins. Wir haben hier das Segelschiff. Wir haben hier der Stern. Wir haben hier das Ding da. Das Braune ist wahrscheinlich irgendwo hier in der Hose. Hier noch, hier noch, hier noch. Ein Teil müssen wir noch. Und das ist hier bei der Frau. So, wir sind jetzt Level 43. Oh Gott, Zozo hat verschlafen. Weck sie auf. Ja, wir können mit einem Hammer oder so mal hier drauf tippen. Hund wecken. Fliege, nee, geht alles nicht. Und zwar müssen einfach nur die Türklinke runterdrücken und dann kommt die Mama hinein. Weiter geht's. Wenn 1 gleich 5,2 gleich 15,3 gleich 215,4 und gleich 3215, dann 5 was? Ganz einfach, ich habe einfach geraten an diesen Teil und es war einfach 1. Ja, das, so leicht geht das. Leute, welcher Becher wird zuerst voll? Ich glaube, den müssen wir wegpacken und der da. Gut. So, weiter geht's. Bewege ein Streichholz, um die größte Zahl zu haben. 965. Okay, gut. Das war's jetzt wieder komplett. Finde etwas, das man nicht essen kann. Ganz einfach, das hier. Ja, ich weiß, ich bin fantastisch. Hilf Tom, ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Dieser Tom hier möchte diese Frau die Aufmerksamkeit erregen. Wie macht man das Ganze? Nicht mit einem Diamant, nicht mit so einem Auto, nicht mit sowas, nicht mit sowas, sondern man nimmt ihr einfach die Tasche aus der Hand. Und dann läuft sie weg, aber dies ist kein guter Weg, um die Aufmerksamkeit deines Schwarmes zu holen. Finde den Außerirdischen. Wir nehmen das UFO und packen es darüber und dann ist der Außerirdische schon da. Weiter geht's im Programm, dann müsst ihr einfach hier machen. Zack, und dann ist alles richtig gut. Wie viele Pommes Frites gibt es denn? Es gibt hier so ein paar andere noch. Und das sind als Antwort 10. Okay. Gute Arbeit. Finde erneut den Panda. Das heißt erneut, aber der Panda ist hier. Du bist so schlaflos. Verdammt, ich kann dieses Chaos nicht lösen. Ja, okay, du musst einfach nur hier irgendwie so machen. So, hier muss man dreimal auf das Orangen drücken. Dreimal auf dies, dann ändert sich gleich wieder die Farbe und zweimal noch drauf.
Das ist dann die richtige Antwort, sonst geht's nicht anders. Erfüllst du dir deinen Traum? Da musst du hier irgendwie ranreimen und dann ist das und dann musst du an die Bücherregal klicken. Frag mich nicht warum. Ich verstehe das auch nicht. Welche geometrische Form hat die meisten Seiten? Der Kreis. Frag mich nicht warum. Ich weiß es nämlich nicht. So, fülle das Fragezeichen. Die Antwort lautet 91. Zack. Und 91 ist auch richtig. Finde das Foto. Dafür muss man einfach nur die Box festhalten und das ganze iPad einmal so drehen und dann schütteln. Und dann kommt das Ganze auch raus. Wecke das kleine Ferkel auf. Du musst einfach nur die Nase zuhalten. Wird es rot. Und dann kannst du nicht mehr atmen und es weckt auf. Hilf ihnen ein erfolgreiches Blinddate zu haben. Dann musst du einfach nur auf den Wackeldackel klicken. Und da ist dann auch ein Herz rausgekommen. Finde die Nummer 8. Die Nummer 8 ist hier. Finde grün. Wie mischt man grün, Leute? Natürlich blau und gelb. Das heißt, zusammen macht das Ganze dann grün und dann können wir daraus finde das Sechseck. Dafür müssen wir eins bilden und das ist dann auch so wichtig. Fantastisch. Was kommt nach A, E, B, F, C? Ich erkläre es euch nochmal. A, danach kommt E, danach kommt B. Das heißt A, ein Übersprung, B, ein Übersprung, C. E, ein Übersprung, F, ein Übersprung, G. Genau. Das heißt, G kommt raus. Fertig. So, verrückte Nadelkreis. Ja, da geht es jetzt ein bisschen um intelligent. Ja, man muss hier die Intelligenz zeigen. Und ja, du musst halt, du darfst halt nicht immer nacheinander. Auf welcher Zahl wird der Stundenzeiger nach 3 Stunden zeigen? Jetzt denken manche 12 natürlich. Ist logisch. Aber die Uhr tickt noch nicht mal. Das heißt 9. Und das ist dann richtig. Wie viele Küken gibt es? Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, würden manche sagen. Ist aber falsch. Denn es gibt noch ein Küken. Hinter der Taste löschen ist nämlich auch noch ein Küken. Und noch eins, und noch eins, und noch eins, und noch eins. Und ja, das heißt, dann sind es 11. Zack. Okay? Gut. So, tröste meinen Hund. Level 68. Berühre ihn mit deiner Hand. Meine Hand. Meine Hand. Verstehe ich nicht. Okay. Egal, auf jeden Fall würde es so gehen. Und jetzt überspringen wir erstmal. Finde die versteckten Sterne. Okay, da sind die versteckten Sterne, so geht's auch. Lass die Gleichung wahr sein. Dafür müssen wir so. So, bei finde die Mutterhenne bei 71, da bewegst du dich hier rum und da ist die Mutterhenne. So, füge im Folgenden die drei größten Zahlen hinzu. 24 ist richtig und ja, weiter. Erneut Karotten essen. Dafür nehmen wir einfach erneut Karotten essen, packen es darüber und dann kann das Kaninchen hier rüberlaufen. Bitte gib ein fünfstelliges Zahlenpasswort ein. Das R steht für eine 7, das O steht für eine 0, das R steht wie gesagt für eine 7 und das ist eine 3. Das heißt, müssen wir das Ganze direkt andersrum machen. Das heißt 7, 0, 7, 7, 3. Das ist richtig dann. Genau, man muss lange gedrückt halten. Kopie. Und dann sind die zu zweit. Okay. Lass die vier Glühbirnen, nee, lass die vierte Glühbirne aufleuchten. Dann auf Start drückt und direkt Pause macht, wenn die eine 4 ist quasi. So, die Antwort lautet gleich 58. Frag nicht, nimmst du hin. 58 ist richtig. Welche Klaue ähnelt der ausgestreckten Klaue der Katze? So, entweder es ist die. Nope. Oder es ist die. Nope. Das könnte aber auch die sein. Die kann man aber nicht antippen. Nope. Es ist auf jeden Fall, Leute, gar keine, sondern die andere Pfote hier. Die einfache Frage. Führe die folgenden Gleichungen durch. Man klickt auf eine 3, dann kommt eine andere, die dreht man.
Und dann sieht es so aus, als wenn das eine 8 wäre. Ich bin schlau. So, also, wir gehen jetzt hier nicht einfach durch das Labyrinth, weil wir sehen jetzt schon, das geht nicht. Hier hinten, da gibt es nichts. Darum nehmen wir einfach das Küken. Wir gehen, nehmen das Küken. Gehen außen rum. Mit den Küken. So. Und jetzt muss man da. Hier muss man, hilft Zoe, das Saftsediment am Boden zu trinken. Man macht das einfach hier. Man nimmt quasi den unteren Teil. Und gibt ihm ihr sie. Wow. Setze die Formel in die richtigen Rahmen. Gelbe nehmen wir hier rein. Das rote auch. Und hier kommt das blaue hin. Ganz leicht. So, finde die Unterschiede. So, jetzt würde man hier erstmal denken, ja, okay, das ist ganz leicht, die Unterschiede zu finden. Wir können den Holztisch einfach hier nehmen. Und dann, wie viele Löcher hat diese Hose? Diese Hose beinhaltet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Warum? Weil 1 Hosentasche, 2 Hosentasche, 3 Hose, also Loch, wo man reingeht, 4, 5 unten und 6, 7 durch das eine Loch, weil das durch die anderen noch rausguckt und bei dem anderen auch. Das heißt, sie sind 9 Stück. Und da habe ich mal wieder recht gehabt. Die Lösung hier ist 1024. Warum? Bevor ich hier irgendwas rumlaber, schreibt es da unten in die Kommentare, ob ich das Ganze auch noch erklären soll. Macht erstmal euch einen eigenen Punkt. 1024 ist richtig und ich habe verstanden. Fang die Ratte. Wir müssen erstmal kurz gucken. Das ist der Holzstamm. Wir müssen erstmal kurz gucken, wo die Ratte überhaupt ist. Nämlich zünde den Stock an, ziehe den Rauch von der einen Seite des Rohres und ziehe den Rauch und blockiere dann mit den Fingern die andere Seite. Darum werden wir das Ganze überspringen. Wie kann man dieses Level abschließen? Zack und... Ja, so war es richtig. Bilde die kleinstmögliche Zahl. Nein. Fertig. Okay, man muss den Kreis also schön vergrößern. Das ist eine gute Idee. Nope. Naja, Ja, gut. Haben wir das auch schon geschafft. Stelle diese Pyramide in 3 Schritten auf den Kopf. Vierten Reihe zur zweiten. Okay. Ja. Mama kam ja auch schon rein. 17, 60. Okay, das heißt 1, 6, 8, 2, 20, 17, 60, 33. Ja. Hilft dem kleinen Mädchen, den Kuchen zu essen. Man muss ein Brett bewegen und dann muss man springen. Aber man sagt, als Zoe 6 Jahre alt war, war Lulu doppelt so alt wie sie, also 12. Zoe ist jetzt 10 Jahre alt. Wie alt ist Lulu? 12, sie waren 6 Jahre auseinander, 16. 16. Ja, richtig. So, also. Nope. Kann ich irgendwas bewegen? Schummelst du schon wieder? Wie isst man die Nudeln? Ach, den auch. Oh, den kann man da reinsetzen. Oh, den kann man so machen. Nope. Oh. Hä, so? Nope. Kann man jetzt nicht den Jungen? Hä? So geht das. Bewegt 2 Streichhölzer, um einen aufrechten Stuhl zu erhalten. Das. Und den. Das. Oh. Wenn C, D, E, E, D, F, dann E, F, H gleich. Was ist das wohl?
werde das mal in den Kommentaren raten. F-I. Fragt nicht, nehmt es einfach hin. H-F-I. Findet den Panda. Sind alles Schneemänner oder was? Nope. Da war er. Hilft den der kleinen Fledermaus einzuschlafen. Ich glaube, man muss doch die Sonne wegnehmen. Den Hamster wegpacken? Ich glaube, sie muss doch über Kopf stehen, ne? Ist recht? Ja, richtig. Finde die größtmögliche Zahl. Wie muss man das hier überhaupt machen? Eine runternehmen? Ah ja, die. Ja, richtig. Oh, versuche, die größtmögliche Zahl zu erreichen, indem du nur 3 Sträuchhölzer bewegst. Die Zahl lautet 31181. Richtig. So. Nope, nope, nope. Dann musst du das Handy mit der Vorderseite nach unten machen. Oder das iPad und dann ist richtig. Ja, ja. Töte die fiese Fliege. Beide Finger drauf und weg ist sie. Welches ist das Billigste? Das Billigste ist definitiv eigentlich eine Cola. Nee. Das Billigste. Ja, ja, okay. Ja. Okay, gut. So, X, du hast gar keine Freunde. Füge eine Linie hinzu, um diese Gleichung wahrzumachen. 5 plus 5 plus 5. Ah, das kenne ich nicht irgendwie so. Ja, genau. So war's. Tippe von links nach rechts auf die Früchte, tippe dann auf das Sechseck und dann auf Quadrat. Wo ist denn hier ein Diamanten? Zack, zack, zack. Sechseck, zack. Quadrat. Oh. Ah, ja, ja, ja. Welchen Traum möchtest du verwirklichen? Schlank und hoch. Wäre dann hübscher. Sind die Wörter? Vielleicht alle 3? Gleichzeitig? 3, 2. Eins. Ja, alle gleichzeitig. Wer will sie nicht alle haben? Wer will sie nicht alle haben? Tippe auf das Menü. Menü, da ist es. Da. Seht ihr es, Leute? Da ist es. Genau, soll ich auch. Öffne die Schachtel. Entweder hier, entweder hier. Entweder hier und entweder da. Ja, gut. Cool. Ich habe da schon so eine Idee. Richtig, ja, und 43.215 ist richtig. Wie viele Unterschiede kannst du zwischen den beiden Bildern erkennen? 8. Könnte gut sein. Ja, ist richtig. Unglaublich. So, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Nice. Halte die Waage im Gleichgewicht. Alles entfernt. Ja, alles entfernt. Das war die Lösung. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Ja, doch am hinten. Zack. Das sind dann 38. Ja, 38. Du hast keine. So, was ist die Antwort? Level 118. Die Antwort ist 14. Und das ist dann auch richtig. Heute ist Türkes 2. Geburtstag. Zünde ihm einfach Kerzen an. Das heißt, wir machen das so und dann drehen wir das Ganze so. Und dann haben wir 2 Kerzen angezündet. Finde die Mutter Hermannholz. Und da ist er einfach rauszoomen. Hilft der Ente, Wasser zu trinken. So, man muss die Wolke davor schieben, dann regnet es und es wird aufgefüllt und die Ente schieben wir dahin und dann kannst du Wasser trinken. Was ist deine Körpertemperatur? Wir tippen hier drauf, man muss auf das Ding da unten drauf tippen und dann steigt die auf 96,8. Mische Rot und Blau zusammen.
Man hält einfach das hier oben fest und dann schüttelt man. Dann wird es lila. Stell die Giraffe in den Kühlschrank. Man muss den Kühlschrank einfach größer machen und die Giraffe reinstellen. Mach das Licht wieder aus. Man muss es hier einfach hier nur so drehen. Wie oft wird 1 verwendet, wenn man alle ganzen Zahlen von 1 bis 99 niederschreibt? Die Antwort ist 140. Das kleine Häschen ist erneut hungrig. Nein, man muss hier einfach nur ein Herzchen nehmen, das da hinlegen und dann wird es größer und dann kann es rüberspringen zu der Karotte. Es gibt 26 Buchstaben im Alphabet. Wenn ET gegangen ist, wie viele Buchstaben sind noch übrig? Die Antwort ist 21. Glaubst du an Außerirdische? Ja. Dass alle Glühbirnen leuchten. Wir müssen einfach nur auf den Knopf drücken und die dann rausmachen. Eine Kerze ist 50 cm hoch und kann 3 Stunden lang brennen. Eine weitere ist 70 cm hoch und kann 6 Stunden lang brennen. Wie lange dauert es, bis die beiden Kerzen die gleiche Höhe erreichen? 6 ist die Antwort. Kannst du das lösen? Antwort lautet 410 lautet die Antwort. Hilft dem Baby einen neuen Haarschnitt zu kriegen? Da muss man hier einfach nur wippen, dann schläft es und dann nimmt man den Radierer und macht da die Haare weg. Du bist so klug, lass uns anstoßen. Du schüttelst einfach und nimmst dann den Kronkorken, tippst auf den Kronkorken lange drauf oder machst ihn irgendwie weg. Nee, du tippst ganz oft drauf und dann löse das Problem. Erdbeere gleich 1 oder 7, Himbeere oder was da auch ist gleich 5 plus Erdbeere, Erdbeere gleich 1 plus oh, ich weiß nicht, was das ist, und Erdbeere plus Himbeere oder was da auch ist plus ist gleich. Die Antwort lautet 20. Und das ist richtig. Schalte den kleinsten Schalter an, um Wasser zu erhalten. Du musst den und den anschalten und dann ist alles richtig. Finde den Wolf unter den Schafen. Man nimmt hier einfach das Fleisch auf den und nimmt das Kostüm einfach weg und dann haben wir den Wolf gefunden. Die Schlafenszeit ist vorbei. Weck das Baby auf, um ihm Licht zu geben. Hier müssen wir einfach nur bei der Uhr an den Schaltern hier rumhebeln. So. Und dann ist es wach und dann geben wir einfach das Fläschchen. Lass die Papierwindmühle schnell drehen. Winke mit deinem Handy wie mit deiner Papierwindmühle. Das ging nicht richtig, also müssen wir hier drauf gehen. Warte mal, welche Seite waren das? 138 war das? Ja, das ist 139. Ich finde das Herz. Hier muss man das einfach nur so zusammenschieben und dann ist es ein Herz. Hey, wie spät ist es jetzt? 12.38 Uhr. 12 Uhr 38. Und das ist auch richtig. Hebe den Stein nicht hoch. Es ist ekelhaft darunter. Man nimmt 3 Finger und hebt ihn hoch und dann haben wir, ja, die Kacke gefunden. Wie viele Dreiecke gibt es? Hier können wir das einfach rausnehmen und die Antwort lautet 7. Okay. Weiter geht's. Hilf dem Kätzchen beim Fischen. Da musste man den Angelhaken hochheben und den Wurm dann daran hängen. Ich weiß aber nicht, wie das geht. Also, Tozo will mit den Freunden Eislaufen gehen. Hilf ihm, einen anderen Schlittschuh zu finden. Man nimmt einfach von diesem Ständer hier das ab, dreht es rum, das hier nimmt man nach da, diesen Schuh hier dreht man so rum, packt ihn da drauf und hier den Kaffeebecher, dieses Holz vom Kaffeebecher und dann funktioniert auch das schon. Heute ist Zuzus 16. Geburtstag. Hilf ihm sein Geschenk zu finden. Ich glaube, der Code war 200 30816, war das so? Ja, das war richtig. So. Hilf Mark bei der Flucht aus dem Geheimraum. Hier drehen wir einfach hier die Lampe und das hatten wir schon in einem Level. So, bis die weg ist und dann auf Aufgeben die ganze Zeit drauf drücken, bis er ein Loch in die Wand gemacht hat und dann ist er draußen. Weiter. Okay. Rette Piggy. Pixie. Man muss hier den Monster so schütteln. Zack. Dann kommt eine Krone raus. Die setzt man den Affen auf. Und der Affe
muss es diesen Holzbein in die Hand bekommen und dann schlägt das Monster nieder. Alle Items herausfinden. Da sind auf jeden Fall hier ein paar. Und hier tippe ich den erstmal drauf rum. So. Weiter, weiter. Eins brauchen wir noch. Und das haben wir jetzt auch geschafft. Level 149. Früchte pflücken. Da nimmt man hier diese Holzdinger und packt die an den Baum. So, und dann nimmt man diesen Faden und macht ihn auch dahin und dann kann er hochgehen. Mit der Säge hat es nichts zu tun. Macht diese Gleichung wahr. Hier müssen wir einfach nur die 6, die 9 umdrehen, das tippen, also 11 und 13 und die 6 dann und dann ist es richtig. Finde den Ping-Pong. Start. Der Ping-Pong ist jetzt hier rechts und er bleibt immer noch rechts. Er geht in die Mitte, er geht nach links, er geht wieder in die Mitte und er ist in der Mitte. Jetzt kommt Schwierigkeitsstufe 2, fortfahren. So, jetzt ist er rechts, Mitte, links, Mitte. Jetzt ist er wieder Mitte. Und jetzt muss man hier die 0 wegreiben. Und dann macht man bei der 1 und jetzt ist er rechts, links, rechts, links. Und dann hast du das auch schon richtig. Level 152. Welchen würdest du aufgeben? Man muss hier einfach nur unten an dem Faden das hier weiterziehen bis dahin und warte. Zack, und dann musst du nichts aufgeben. Die alte Dame hat 7 Söhne und jeder Sohn hat eine Schwester. Also wie viele Kinder hat die alte Dame? Die Lösung ist 8. Wie fängt man den Dieb? Hier am Baum findet man eine Schaufel. Die nimmt man dann, gräbt ein Loch und packt dieses Heu hier da drüber. Und dann wird er gleich reinfallen. Wir warten ganz kurz. Okay, und dann ist es reingefallen. Rette das Ei. Da müssen wir einfach nur mit dem einen Finger das Ding hochheben und mit dem anderen Finger das Ei runter. Warte. Und so ist es dann richtig. Hilf dem Hund zu gewinnen. Man muss einfach den Hund auf das andere Pferd setzen und dann wird es getauscht und dann geht es Start und dann ist der Hund auch schneller. Mach ein Eis. Man bewegt halt einfach hier dies hier nach da und dieses stellt man hier an. Nimm mir eine Waffel und pack das hier rein und dann kommt ein Eis raus. Level 158. Wie viele Kerzen habe ich noch übrig, wenn 2 ausgegangen sind? Die Antwort lautet 2. Schütze die Rakete und halte sie für 15 Sekunden lang. Und dann müssen wir diese Schütze hier nehmen und irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ja, müssen wir auf jeden Fall so tun. 160. Finde die Fliege. Der Hund hat die Brille auf. Und die geben wir einfach dem Mädchen. Und dann sieht sie die Fliege und dann müssen wir einfach nur auf die Fliege tippen und dann ist es richtig. Welches wirst du auswählen? Du nimmst einfach einen 10er-Schein und packst sie auf alle und sammelst sie so alle ein. So, ohne loszulassen. Und das ist dann auch richtig. Fange alle Vögel. Man nimmt einfach ein Handy aus der Tasche, gibt ihm den Jungen und macht dann ein Foto von den Vögeln und hat sie dann Level 153 S aufladen. Da müssen wir einfach nur das Ladekabel nehmen von uns selber und dann müssen wir das Ganze einfach nur aufladen. So, warte, ich muss das mal reinstecken. Und das ist dann richtig. What the fuck? Auf 2-mal die 0 klicken und dann. Ja. So. Wie kann man vermeiden, dass der Hund die Wurst frisst? Man gibt einfach die Wurst den Jungen. So. Und dann. Ja. Ups. Alle Bowlingpins umwerfen. Man muss einfach die Bowlingkugel ganz groß machen und dann groß schießen und dann. Boom. Finde den Tischtennisball. Der Tischtennisball ist bei Level 167. Da ist der Tischtennisball. Wie viele Dreiecke gibt es unten? Die Antwort lautet 14. Und
das ist richtig. Nicht rauchen. Wir holen das Rauchzeugdingens oder Feuerzeug aus der Tasche und klicken ganz oft auf Rauchen und dann ist er weg. Hm. Der Affe kann 2 Ananas pro Minute pflücken. Wie viel kann er innerhalb 10 Minuten vom Baum pflücken? Ich glaube, es gibt gar keinen Ananasbaum und ich glaube, hier in dem Baum sind auch gar keine Ananas drauf. Das heißt, 0 ist die richtige Antwort. Und ja. Level 171. Wir packen die Katze hier einfach rein und holen den Fisch hervor und dann ist alles gut. Dann machen wir noch Seife rein und dann ist alles gut. Der Fisch war hinter dem Stuhl. Finde den Ausgang. Level 172. Ausgang ist einfach nur bei Ausgang. Da musst du dann draufklicken und dann was ist. Die Milch auspressen. Du musst einfach nur hier die ganze Zeit machen. 4-mal, glaube ich, war das. Den einmal zu der Kuh machen. Und dann kommt eine andere Kuh und lässt sie da dann ausdrücken. Fülle den Eimer. Wir packen das einfach hier rein. Das ist natürlich nicht der Eimer, das hier ist ja der Eimer. Das wird jetzt aber erstmal voll. Und du packst den Eimer einfach da rein und dann ist halt gefüllt. Fülle mit einer identischen Nummer auf. Die Zahl ist 4. Und das ist dann auch richtig. Wie viele Schnitte sind benötigt, um einen Kuchen in 8 gleichwertige Teile zu schneiden? Und das ist 3. Ist richtig. Monster ausrollen. Du musst einfach nur diesen Dingens hochziehen. Und ja. Verschwinden der Karte. Machen wir mal rückgängig. Und jetzt geht's los. Und dann muss man die alle wegmachen und dann ist das auch richtig. Gratulation. Du bist in einer Reihe. Du bist dran. Du packst einfach 5-mal und dann, ja, hast du es. Hilf dem Küken. Packen einfach das Küken hier und packen es, glaube ich, dadurch. Und dann ist es draußen. Fang die Puppe. Jetzt können wir mal eine Runde spielen. Achso, wir müssen ja den Coin reinlegen. Hier. Dann spielen wir mal eine Runde und... War klar. Wie geht's einfach? Das werde ich euch jetzt erklären. So, man muss hier irgendwo eine Tür aufmachen. So. Packt den Coin dann rein. Und dann macht man weiter. Den lässt man los. Und dann hat er das Ganze und ja, dann kriegst du das Plüschtier halt. So, also. Erster. Torschuss. Zweiter. Oh. Ah, das ist ganz schwer. Das ist richtig schwer. Okay, das hat keinen Sinn. Meinen Finger benutzen, um den Ball ins Tor zu schwenken. Geht voll gut. Wir überspringen mal. Bin durstig. Kann ich ein Glas Wasser haben? Ja, kannst du. So. Und zwar, jetzt kommt die Lösung, Leute. Man muss nämlich einfach geradeaus fahren. So. Und dann geht's da weiter. Fährst einfach aus dem Bild. Und dann geht's da weiter. Und jetzt kannst du hier, hier einfach reinfahren.
So, bei Level 186 müssen wir die Lautstärke ganz weit nach oben machen. So. Und dann ist das Passwort. Welche Nummer war das? Hier steht es an der Seite 965. Und das ist dann auch richtig. Der kleine Hase ist hungrig. Wir nehmen einfach die Herzen und bauen damit eine Brücke. Okay. So, das nächste Herz. Und dann müsste es eigentlich... Wartet, so, und dann ist es bei der Gewinne das Spiel. Hier müssen wir einfach dieses You auf das andere setzen, dann bist du der andere. Und dann musst du ihn einfach nur K.O. hauen und boom hast du. So, wir müssen alle Wolken miteinander verbinden, bis es dunkel wird und auf Hühnchen drücken und dann... Ja. Grill den Fisch für die Katze. Jetzt könnte man einfach so machen. Aber dann tötet ihr. Ihr packt den Fisch an das Feuer. Bisschen, zack. Und dann hat also A gleich was. Und zwar die Lösung ist ganz einfach. 10. Und das ist dann richtig. Drücke 1000. Tippen. Jetzt müssen wir bis zu 1000 drücken. Habe ich das Gefühl. So, wir tippen. Wir packen Tippen mal weg und da ist die 1000. Und ja, dann haben wir 1000. So, also. Okay, wir müssen also... Parke das Auto. Dann versuchen wir mal... Ach, das Grüne können wir einfach wegnehmen. Und dann parken wir einfach auf dem Auto, auf dem Parkplatz. So, noch einmal. So, richtig. Zünde eine Kerze an. So, dann müssen wir eine Kerze anzünden. Und zwar, wir machen die Streichholzschachtel groß, nehmen ein Dingens und zünden das an und packen. Bändige das Monster. Ist das Monster verkleinern und es in die Hosentasche schieben. Wer ist am schlauesten? Entwickler. Das ist richtig. Bring ihn zum Lachen. Man muss die Schuhe ausziehen und ihn irgendwie kitzeln mit der Feder. Öffne den Tresor. Da befindet sich ein Schlüssel, den packen wir da rein, hinter dem Tresor. Und dann müssen wir die Tresorschuhe aufschieben. Wie lautet die Antwort? Die Antwort lautet 97. Guck mal, ist richtig. Glücksrad. Wir drehen mal und... Falsch, wir drehen nochmal und... Das ist die Kerze. Okay, den Teller drin lassen. Und richtig, wir können das verkleinern. Das drehen wir jetzt um. Aber wir müssen das noch kleiner machen. Ich bin so dumm. Kleiner machen, rausholen. So. Rufe, ich bin schön. Ich bin schön. Und jetzt? Ich bin schön. Ich bin schön. Ach. Warte mal, was habe ich gemacht? Werde ich euch nochmal einblenden?
Wir nehmen das Radiergummi und machen HP weg. Warum kann ich HP nicht wegmachen? Ach, ich habe da schon was weggemacht. Hey, wie habe ich das aber gemacht? Ah, so. Okay, erreiche das Ende. Ach so, okay, wir müssen das Ende erreichen. Okay, okay. Let's go. Okay, das sieht jetzt so aus. Und wir sind beim Ende. Passwort eingeben. 37 mal 50. Ist, 7. Genau richtig. Nicht tippen. Okay. Was soll ich denn sonst tun? Ja, ich tipp nicht. 2, 1. Richtig. Ich habe hier Werde Sadako los. Grabstein. Du hast jetzt ins Grab gemacht. Aber Sadako wieder. Ja, okay, einfach auf den Knopf da drücken. Wirf einen Basketball. So. Wie wirft man einen Basketball? Ups. Oh. Hä? Ja, okay, das war... Triff ins Schwarze. Wo ist schwarz? Leute, wir blockieren den Fall einfach. Okay, das geht. Au, au, au. Stelle die Füße auf die Schulter. Puh, der ist ganz schön. Okay, wir nehmen einfach Füße. Hä? Hä, wo ist denn bei denen die Schulter? Also das Wort Füße auf die Schulter von Schulter setzen. Ah, okay. Verbessere die Sehkraft. Warte mal. Ach, hier ist ein Tuch. Das nehmen wir und machen einfach sauber und dann, ja, erledigt. Okay, nicht sprechen hat jetzt nicht funktioniert. Die Lautstärke ist voll. Ah, und jetzt Passwort eingeben. Das iPad. Warte mal, da ist irgendwas. 1685. Falsch. Ach, Passwort kann ich da reinsetzen. Ah, ja. Okay. Wie verteilt man 3 Äpfel an gleichmäßig auf 6 Leute? Man teilt sie. Okay, das ist falsch. Man nimmt die 6 und packt sie auf die 3 und 3 an 6 und dann kriegt jeder 2 Äpfel und ja. Kippe die Waage nach links. Nach links. Ach, man kann das bewegen. Ah, okay, Man muss es einfach nur austauschen, Afro und Gorilla. Finde 6 Lächeln. 1. 2, 3, 4, 5, 6. Man muss einfach nur jetzt mal so sammle Münzen. Okay, let's go. 1, 2, 3. Okay, kann ich da runter? Nee. Andere Seite. Hier, eine fehlt noch. Warte mal, was hat er überhaupt in dem Beutel? Ach, noch eine Münze. Okay. Finde 5 Sterne. 1 Stern. 2 Sterne. Ein bisschen schütteln, damit sie vielleicht verwirrt wird. Kreisen, nee.
Sterne gefunden. Wie dem Angriff ausweichen. Okay, Mann. Wenn man rauszoomt, Leute, und dann ihn darauf stellen. Auf den Bau oder was das war. So, weiter geht's. Überquere das Ende. Ach, wir müssen das Ende überqueren. Dieses. Das Ende, was oben als Schrift steht, Leute. Das müssen wir überqueren. Okay, direkt geradeaus. Ja! Finde das Küken. Tipp mal. Mutterhenne drauflegen, also rausholen. Das ist das Küken. Hilft dem Jungen zu gewinnen. Ja, okay, das ist einfach das Mädchen in die Mitte schieben. Entkomme aus dem Raum. Okay. Da ist ein Passwort. Ja, das ist auch voll der Raum, ne? Das ist eine weiße Wand mit Fenster und so. Okay, vielleicht 225? Nee? Okay, warte mal. Wir ziehen den Vorhang nochmal und zoomen rein. Steht da vielleicht irgendein Code oder so, Leute? Dann sage ich euch jetzt die Lösung. 4, 9, 3, 4, 2 eingeben und dann ist das richtig. Es kommen weitere Herausforderungen. Okay, Leute, wir sind auf jeden Fall fertig. So, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da und macht meinen Lieblingszaubertrick einfach nur auf den Abonnieren-Button drücken und die Glocke daneben aktivieren, damit ihr keine meiner Zaubervideos oder Gaming-Videos oder sonstige Sachen nicht mehr verpasst. Und ja, ich habe jetzt alles fertig, habe alles gedreht, ich habe schon einen Teil geschnitten und jetzt muss noch was geschnitten werden, also erstmal auf die Schulter klopfen. Okay, ciao, danke fürs Ansehen, tschüss.